Wagner. Schön, dass ich heute hier zwei Sätze zu sagen kann. Ich habe ja etwas mitgebracht, so ein bisschen aussieht wie so eine Platine, mit der man eine Rakete zum Mond steuern könnte oder auch eine Atombombe mitsteuern könnte. Das ist aber mitnichten etwas, womit man so ein Ziel erreichen sollte, sondern das ist ein Calliope Mini. Er wird in Bremen und in Niedersachsen eingesetzt bei Schülern in der dritten, vierten Klasse. Die kriegen das als kleines Spielgerät in die Hand und können damit Programmieren lernen, nämlich die Digitalisierung damit kennenlernen. Und da gibt es ein ganz spannendes Projekt, von dem ich heute mal erzählen möchte. Und zwar hat sich ein Geschichtslehrer gedacht, er kann mit so einer Platine mit den Schülern zusammen mal sich die Geschichte angucken und die durch Krieg getöteten Menschen akustisch deutlich machen. Was er getan hat, ist, wir haben quasi einfach die Jahre aufgelistet, wann welche Menschen durch Krieg gestorben sind und haben für Situationen, wo Menschen oder für Jahre mit Kriegen, wo viele Menschen gestorben sind, haben sie sehr hohe, laute Töne genommen. Und für Jahre, wo es wenig Menschen gegeben hat, die durch Krieg umgekommen sind, haben sie leise, tiefe Töne genommen. Und was sehr faszinierend war, sie haben dann irgendwie mit ein paar Jahrhunderten vor Christus angefangen und es war immer laut und schrill. Das heißt, die Menschen kennen seit Jahrtausenden den Krieg und kennen das gegenseitige Umbringen und das Morden. Und es war bis 1945, bis in die 40er Jahre, war dieses Ding extrem laut und schrill. Und danach wurde es leise. Leise und dunkler. Weil danach haben die Menschen nach zwei schrecklichen Weltkriegen begriffen, was Krieg ausrichten kann. Und die Atombombe ist eine der schlimmsten Waffen, die man entwickeln konnte, die seitdem Gott sei Dank, zwar nicht abgeschafft ist, aber zumindest unter Verschluss ist. Und seitdem ist das Ding relativ leise, wenn der Geschichtslehrer sein Projekt macht. Sprich auch im Jahr 2019, 2020. Und ich glaube, woran wir alle arbeiten können, und das werde auch ich tun und täglich tun das auch viele andere, wir werden dafür sorgen, dass dieser Geschichtslehrer, wenn er zukünftig so ein Projekt macht, dass er irgendwann in die Situation kommt, dass das Gerät ganz leise ist. Dass wir es schaffen, dass durch Krieg keine Menschen mehr umkommen, dass es keinen Krieg mehr gibt. Liebe Dürmlerinnen, liebe Dürmler, vielen Dank. Wir wollten ja 18 Uhr einhalten, werden wir schaffen.